Ja, und hallo, da sind wir wieder bei ArcheAge. Willkommen! Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja mit diesen komischen Blumen da oben beschäftigt. Da hier hinten in dem Rosengarten, nennen wir es mal so. Und sollen jetzt Herbeirufer, besiegeverdächtige Herbeirufer und sollen den Folianten der Verwandlung nehmen, erhalten oder wie auch immer. Soll ich hier irgendeinen besiegen oder einen bestimmten? Ich kann ja einfach mal den ersten nehmen. Mal gucken, ob der reicht. Oder ob ich danach noch irgendwelche weiteren Sachen machen muss und soll. Oh, das ist gut. Wollte ich sagen, ich habe im letzten Teil haben wir noch die Axt bekommen. Die ist vielleicht gar nicht verkehrt. Und wir hatten festgestellt, dass wir unseren Flieger nicht mehr haben. Unser Gleiter, jetzt habe ich es. Nicht Flieger, sondern Gleiter. Warum auch immer. Wie gesagt, wenn ich nächstes Mal irgendwo beim Lagerverwalter bin, muss ich mal gucken, ob ich den dummerweise vielleicht ins Lager gepackt habe. Ansonsten wüsste ich beim besten Willen nicht, warum wir den nicht mehr haben. Kann höchstens nochmal andersrum gucken. Ob wir den vielleicht mit dem Serverwechsel nicht mehr haben, aber hundertprozentig wissen tue ich es auch nicht. So. Du sollst mich ja auch nicht einfach hier angreifen, gell? Freund Blase? Nee, ich hab grad keine Lust zu kämpfen. Es leckt ein wenig, meine Verbindung leckt ein wenig. So, müssen wir da hin. Obwohl man sehr sagen muss, wieder sehr schön hier. Im letzten Teil war es ja halt sehr. Sieht doch hübsch aus. Es gibt auch sehr schöne Gegenden hier, muss man sagen. So, was war hier wieder gewesen? Hier war da wieder irgendein Zeichen. Da war ein Zeichen. Können wieder irgendeine Pflanze pflücken, aber naja. Wir und die Pflückkunst lassen wir es mal, wa? Ihr könnt ja auch mal mit ein bisschen hoch wieder eine Runde mit Pfiffi gehen. Dann kann der auch ein bisschen hochleveln. So. Sehr schön. Fürst Holmen. Hallo, Fürst Holmen. Gesegnete Nui. Wo kommst du denn her? Du bist ja mit Schlamm und Narben förmlich übersät. Was ist das da in deiner Hand? Dieses Buch da. Es ist ein verbotenes Zauberbuch. So wie du aussiehst, gab es wohl Ärger auf dem Rosengut. Also erzähl schon. Was ist passiert? Das Rosengut ist mir schon seit einiger Zeit nicht ganz geheuer. Das könnte der Beweis sein, den wir brauchen. Dieser Brief gibt dir eine Audienz bei Prinz Ulto in der Festung am Sehnsuchtsfluss. Achte darauf, dass du nichts Ungebührliches von dir gibst. Ungebührlich. Welch Wortwahl. Ungebührlich. Das hört sich gut an. Ah, wir kommen also langsam auch der Hauptquest ein wenig näher. Es laggt doch gewaltig hier. Was ist denn das hier für ein Absatz? Sieht auch interessant aus. So, wir rennen mal ein wenig. Obwohl 300 noch was Meter. Da können wir doch wieder viel nehmen. Das ist wohl wahr. So, Nui. Und jetzt schnell dahin. Eile wie der Wind geschwind. Blaukraniche haben wir hier auch. Sehr schön. Und Inüstera Braunbär. Schätze mal, da wäre. Oh, was ist denn hier für ein wunderbarer Palastburg oder was auch immer? Farmfreiter. Oh, wer bist du denn hier? Guten Tag. Was wird denn hier gemacht? Quasseln mit Soße. Eidebohne. Ach so. Nee. Okay. Ich sehe einen anderen Mitspieler, eine andere Mitspielerin. Sehr interessant hier.
Und hier geht einer durchs Tor oder kommt durchs Tor. Wunderbar. Prinz Ulto. Hallo, Prinz Ulto. Ihr Götter. Das also geht... Einladung zum Schlachtzug. Nein, danke schön. Ihr Götter, das also geht am Rosengut vor. Vielen Dank für diese wichtige Neuigkeit. Es ist wirklich eine Schande, was aus Hadors Familie geworden ist. Um den Rest wird sich die Krone kümmern. Keine Sorge, ich werde mich darum kümmern, dass Soren am Gut wieder für Ordnung sorgt. Sehr schön. Viel Alarm, nichts. Hallo Lady Aira. Wir gehen mal zu Lady Aira. Ui, da wackelt's. Dein Ruf eilt dir voraus, Middlewhite. Ich wüsste da jemanden, der wirklich gerne mit einer derart fähigen Person wie dir arbeiten würde. Solltest du jemals nach Kaer Nord kommen, schau bei den Landhäusern vorbei und sprich mit Lithul. Er kann dich der Adligen vorstellen, von der ich gesprochen habe. Achso, eine Adlige. Okay. Die wird immer haufenweise hin und her transportiert. Was ist denn das überhaupt? Kondensierte Arche umtragen. Wo soll ich es hintragen? Ich habe hier leider gar keine Quest. Maschine ergreifen, greift die Maschine, um sie zu steuern. Wo soll ich auch damit hin? Jetzt habe ich mir wunderbar nachgemacht, bei dem wir die alle gemacht haben, aber ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Wo soll ich die denn hintragen, die Sachen? Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee gewesen ist. Was soll man damit am Game auf jeden Fall machen? Ganz super. Was mache ich damit? Bereits angefordert. Benutzung fehlgeschlagen. Das heißt... Ah, da kann ich nichts machen? Ah! Okay, dann kann man hier rein. Sehr gut. Wie komme ich jetzt wieder los? Wassersprüher. Ich finde es ja schön, dass ich jetzt hier drauf sitze. Aber im besten Willen keine Ahnung habe, wie ich hier wieder runterkomme. Ah! Nein! Jetzt habe ich den Eumel wieder drauf hier. Was ist denn das für ein Murks? Wasser holen. Ey, Mann. Ich muss da irgendwo dieses Paket wieder losbekommen. Das kann doch nicht sein. Wähle Liter als Ziel aus und gib ein Chat verbeugen ein und so weiter und so fort. Ja, also kam anscheinend gerade ein riesiges Problem hier, diese Sachen loszuwerden. Weiß beim besten Willen nicht, was ich damit machen soll. Jetzt fange ich an mit ihr zu quatschen. Benutzung fehlgeschlagen. Ja, jeder nimmt hier so ein Teil an und keiner weiß, was er damit machen soll, oder wie? Das kann doch nicht wahr sein. Man muss doch irgendwie das Zeug loswerden. Irgendwo ist da jetzt hier gerade ein Fehler.
Hilfe, ich will da bloß hin. Warum habe ich denn überhaupt jetzt erzeugen? Warum habe ich denn da überhaupt gemacht? Ach, du da bist. Jetzt fahren die hier runter. Und ich wetter nicht los. Zeichnen des Eigentümers. Hindere alle, die nicht Besitzer sind, 1 Minute 30 lang daran, dieses Fahrzeug zu steuern. Muss ich jetzt hier einfach bloß 1,5 Minuten warten, oder? Man weiß es nicht. Diese wahnsinnige Geschwindigkeit, mit der ich da gerade rase. Ich weiß ja auch leider gar nicht, was ich damit machen soll mit dem Zeug. Wir können ja in der Zeit mal zum Lagerverwalter gehen und mal gucken, ob wir da unseren Gleiter eventuell eingepackt haben. Also wie es aussieht. Da ist ein Gleiter. Ist zwar nicht der große Gleiter, aber der kleine Gleiter ist das. Gut, dann werden wir den mal zurückholen auf jeden Fall. Unser schöner blauer Gleiter ist leider weg. Na gut. Gut, die Zeit hier oben habe ich auch beendet. Trotzdem immer noch diese komische Pakete auf Rücken. Und ich weiß beim besten Willen nicht, was ich damit machen soll. Jetzt sind auch keine Fahrzeuge mehr hier. Was soll ich denn damit machen? Trägt bereits ein Paket. Wie werde ich das Zeug denn jetzt hier los? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Was ich jetzt hier machen soll. So, nun bin ich mal ganz ehrlich. Ja. Keine Ahnung. Gut, ich würde mal sagen, auch wenn die Folge jetzt ein bisschen kürzer ist, wir belassen es erstmal dabei. Ich werde mich mal abmelden, wieder anmelden. Ich hoffe, dass dann mein Paket weg ist. Sollte es der Fall sein, gibt es noch eine kurze Info. Ansonsten muss ich wirklich erstmal gucken, wie ich dieses Paket loswerde. Ich habe keine Ahnung, wie und was ich dann machen soll. Okay, ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Also hier nochmal kurz zurück. Ich hoffe, habe ich unten gerade gesehen, ihr habt, dass ich in der Leiste Handelspaket ablegen habe. Wir klicken mal rauf. Haha, wunderbar. Wie einfach es doch geht. Gut. Handelspaket abgelegt, wunderbar. Also damit haben wir das auch erledigt. Ich weiß zwar nicht, warum ich es gemacht habe überhaupt oder was das bringt. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Quest. Aber momentan war das wohl für den und so weiter. Okay, nochmal also danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.